Also stets korrigieren. Zäher Start an die 22. Minute. Der Koblenzer Ole Kittner unter Druck spielt in die Füße von Reichwein und der gegen Stefan Haben. Reichwein fällt und Schiri Glasmacher pfeift. 11 Meter. Umstritten. Reichwein freut's natürlich. Haben lässt sich in den Strafraum zurückdrängen, bleibt dort einfach nur stehen und cleverer Reichwein, dafür ist er schließlich Stürmer, drechselt sich in den Mann hinein. Der arme Haben wird für seine blanke Existenz bestraft. Nils Pfingsten-Rettig hat bisher 4 Saisontore erzielt, alle vom Elfmeterpunkt. Und jetzt Nummer 5. 1:0 Erfurt, 22. Minute. Nils Pfingsten-Rettig hat sein Ballgefühl aus der Jugend von Hannover 96, hat bei Kickers Emden unter Emmerling gespielt und hat diese Abgebrühtheit beim Elfmeter locker zu bleiben. Nur Zentimeter allerdings fehlen Pauken. Erfurt ist auf dem Weg zum 7. Heimsieg im 8. Spiel. Sie arbeiteten weiter mit Reichwein. Was einmal gut geklappt hat, versucht er gleich nochmal, diesmal gegen Gentner. Diesmal allerdings fehlt der Pfiff. Sander findet's richtig. In der Summe entscheidet Glasmacher nur ein Elfmeter. Das zweite Foul allerdings war klarer. Koblenz in den letzten 6 Ligaspielen ungeschlagen. Nur 9 Punkte vom 3., dem Relegationsplatz, entfernt. Nichts anderes als die Lücke zu schließen, muss das Ziel sein der Mannschaft von Patrick Sander. Aber sie taten sich schwer. Dann mal Thomas Gentner direkt in die Arme von Sponsel. Stammtorhüter Dirk Orleshausen liegt mit einem Infekt zu Hause im Bett. Sponsel im Permafrost zur Untätigkeit verdammt. Eine einzige Bewegung in der 40. Minute. Patrick Sander zur Pause. Natürlich bedient. Was für eine blutleere Vorstellung seiner Mannschaft. Die zweite Hälfte beginnt mit einem Handspiel von Thomas Gentner und dem Freistoß für Erfurt. Und die Rot-Weißen sortieren sich. Jeden Donnerstag üben sie nahezu ausschließlich Ecken und Freistöße. Diesmal darf Marcel Reichwein ran. 1000-mal geübt, jetzt ist es passiert. 2:0 in der 49. Minute dank Marcel Reichwein, aber vor allem dank Dieter Pauken. Dem Koblenzer Urgestein rutscht der Ball unter dem rechten Handschuh hindurch. Ein Drama im Koblenzer Tor. Fast 4000 Zuschauer dürfen wieder was gegen die Kälte tun. Wenn Erfurt ins Rollen kommt, dann können sie wunderschönen Fußball spielen. Reichwein. Kajas. Auf Semmer. Und Dieter Pauken. Diesmal, wie man ihn kennt. Erfurts Trainer Stefan Emmerling konnte das Spiel seiner Elf loben, die Chancenverwertung noch nicht. Aber sie kombinierten weiter. Malura läuft da. In der Mitte Semmer und Kittner auf der Linie. War's ein Tor? War's ein Handspiel? Schiri Glasmacher kommt herbei. Auch Emmerling ahnungslos. Aber der Schiedsrichter, er hat was gesehen und sieht die rote Karte für Kittner. Eine Fehlentscheidung. Es ist die artistischste Rettungsaktion in der Geschichte der 3. Liga. Achten Sie nur auf Kittner auf der Linie. Der spielt den Ball mit der Brust, nicht mit der Hand. Der Ball ist auch nicht hinter der Linie. Kittner robbt mit dem Ball nach vorn. Eine verrückte Situation. Nahezu unmöglich zu beurteilen für Glasmacher. So aber rot und Elfmeter. Der 6. für Pfingsten-Rettig, 58. Minute. Pauken ist diesmal dran. Nochmal Semmer, wieder Pauken, kein Tor. Der erste Fehlschuss für Pfingsten-Rettig aus Mr. 100 wird Mr. 83%. Emmerling trotzdem siegessicher, klar gegen 10 Koblenzer, die jetzt ausgekontert werden. Pfingsten-Rettig auf den gerade eingewechselten Martin Hausfeld. Und das wird jetzt dessen erste Ballberührung. Das 3:0, sein 3. Saisontor. 69 Sekunden war der im Spiel. Der Koblenzer Torwart Dieter Pauken, diesmal ganz weit draußen und ein Lupfer ins leere Tor, besiegelt den Erfurter Sieg. Nach dem 0:3 in Rostock nun ein 3:0 gegen Koblenz. Zu Hause geht's, auswärts nicht. Es bleibt selbst den Erfurtern ein Rätsel.